Ja, hallo liebe YouTube und liebe Facebook-Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu Damians Pfeifenstübchen. Nach der letztigen 300 Abonnenten-Special-Sendung wird es wieder Zeit für ein neues Review. Aber bevor ich es vergesse, nachdem ich mir das letzte Mal das Video angeguckt habe, habe ich gemerkt, ich habe sehr viel geredet und dann habe ich kurzerhand den Faden verloren. Ich habe gesagt, dass so zwei Penner unterwegs sind, bei YouTube, die zwei Videos von mir geklaut haben, und das habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Ich habe die Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber wenn man Damian Pfeifenstübchen bei YouTube eingibt, findet man einmal vom Exklusiv Nummer 1, den ich reviewt habe. Und was war das noch? Ich meine, es war die Mixshow gewesen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es zwei Videos, die einfach übernommen haben, haben die hochgeladen und dann, also bei mir war es ein total verzerrter Ton. Beim Pfeifenbruder Levis, der konnte das normal hören, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich natürlich fürchterlich aufgeregt, habe eine Beschwerde eingelegt, auch bei YouTube. Hat sich überhaupt nichts getan, habe unter das Video kommentiert, ist auch nichts passiert. Also die sind nach wie vor online. Also fürchterlich zum Kotzen. Also ich müsste da gerichtlich gegen vorgehen, aber das ist mir die Mühe nicht wert. Mit Ralf mal gesprochen und er hat auch gesagt, er hat so viel Scheiße schon durch wie bei YouTube, wo er verlinkt wurde auf was weiß ich was für Klamotten, also oder Schund betrieben wurde mit seinen Videos, also der Ärger lohnt sich einfach nicht. Naja, das Original ist nur hier. So, und was ich ja auch gesagt habe, ist, ich möchte zwei Videos neu machen. Einmal zur MacBaren Mixture und einmal zum Peter Rasmussen Green Label, und um den soll es auch heute gehen. Grund ist einfach folgender: Ich habe damals zu den Anfängen der Pfeifenstube diese Videos am selben Tag, das war spät abends gewesen, geschweige denn, oder beziehungsweise früh morgens. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, hatte noch Zigarrenabend, man hat auch ein bisschen was getrunken. Ich habe mir letztes Mal ein Video angeguckt und man hat wirklich gemerkt, also ganz auf der Höhe war ich nicht. Und wollte ich eigentlich nicht mehr hier drin haben. Deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt ein neues Review darüber, weil es ist einfach besser, wenn man das nochmal neu auflegt. Genau wie zur MacBaren Mixshot, aber nicht heute, weil eh der Vergleich noch kommen wird zu einem sehr alten Mixture und zu dem neuen. Dann kann ich auch die neuen Dosen noch zeigen. Also wird es diese beiden Videos hier nicht mehr geben. Ich habe sie natürlich nur zu meiner privaten Belustigung, aber das möchte ich keinem mehr zumuten, weil es war doch ein bisschen scheiße. So, also wie ich schon gesagt, es geht um den Peter Rasmussen Green Label, den ich hier umgefüllt habe und schön präpariert habe, wie man sieht, in einer schönen Box, also in einem schönen Vakuumglas. Ich habe gleich das 250 Gramm Sparpack mir geholt bei mir aus dem Betrieb. Kostet zurzeit, ich glaube, wenn ich richtig auf dem Kopf habe, 36,50 oder 37,50, also irgendwie so. Den gibt es auch noch in der 50 Gramm Dose, sondern ganz klein. Kostet um die 8,80 € jetzt gerade, glaube ich, beim Dunpipe Shop. Und dann gibt es noch so einen Faltbeutel mit 125 Gramm. Der liegt bei 19,40 €. So, kommen wir mal zum Tabak. Natürlich habe ich den hier wieder vorbereitet. In unserer schönen Dose, in unserer schönen Schale. Also eine Mischung, die ein paar helle Einsprengsel hat, aber ansonsten relativ dunkel ist. Wir haben es hier zu tun mit verschiedenen Virginias, Burley und sanft gepressten Black Cavendish. Und aromatisiert ist die Mischung mit Bourbon Vanille. Ich habe immer fälschlicherweise Bourbon Vanille gesagt, aber da geht es ja eher um ein Getränk. Und relativ cremigen Wildhonig.
Also sehr ansprechend. So, wenn wir unseren Riechapparat mal hier reinhalten. Also, oder auch hier, also auf der Schale, das ist völlig egal. Also, ich muss wirklich sagen, das ist eine Mischung, wie ich sie so in der Form noch nie bei einem Pfeifentabak gerochen habe. Und deswegen zählt er zu meinen absoluten Favoriten. Aroma-Fans werden sich freuen, alles aber muss ich auch gleich dazu sagen, er ist zwar beschrieben als eine hocharomatische Mischung, allerdings erstmal überhaupt nicht künstlich und auch nicht aufdringlich, aber ein Raumaroma, das muss ich wirklich schon, bevor ich die Pfeife überhaupt angemacht habe, sagen, ein Raumaroma, was seinesgleichen sucht. Also habe ich bisher so noch nie gerochen. Wenn ich mit einer Blindverkostung machen würde, den rauchen würde oder die Augen verbunden hätte und irgendwo riechen würde, ich würde sofort wissen, das ist der. Also da gibt es einfach nichts Vergleichbares. Also kann man wirklich nichts sagen. Wir kriegen den geliefert bei uns im Betrieb von Kleinlage. Aber wie gesagt, kann man auch im Dunpipe-Katalog kaufen. Trifft man auch nicht überall den Tabak. Also selbst Pfeifenläden oder Tabakwarenläden, die eine große Auswahl Pfeifentabak haben, auf den stößt man wirklich nicht gerade häufig, habe ich festgestellt, wo jetzt auch kein Unbekannter ist. So, Pfeife ist gestopft in einer Winslow Crown Viking. Wollen wir mal zum Rauchen übergehen. Die Glut nimmt auf jeden Fall gut an. Ich empfehle trotzdem, ihn vorher vielleicht 10 Minuten ein bisschen liegen zu lassen. Er ist schon relativ feucht. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man ihn sofort anzündet, lässt er sich ohne Probleme anmachen. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Ich habe den jetzt hier nicht liegen lassen. Aber wenn man jetzt nicht so viele Streichhölzer oder Gas verwenden möchte, dann kann man auch mal ein bisschen den erstmal vortrocknen. Aber ansonsten, Dunpipe schickt ja auch immer in einer wunderbaren Qualität. Also hat man da eigentlich keine Probleme mit. So, also schon beim Anzünden schlägt sich wirklich dieses Aroma sowohl im Geschmack als auch im Raum nieder. Letztens hat Pfeifenbruder Levis den mal probiert und ich bin mal aus dem Raum rausgegangen, weil selber kriegt man das ja, oder man riecht den zwar, aber es ist ja immer anders, wenn ein anderer den Tabak raucht. Ich bin wieder reingegangen, also es ist wirklich ein wirklich fantastischer Duft, also das kann ich nicht anders sagen. Also Nichtraucher sind absolut begeistert davon, wenn ich den mal im Laden oder so rauche. Also das ist also ein Tabak, da könnte ich Geschichten so erzählen. Also ursprünglich kennengelernt habe ich den ja natürlich klar durch meinen Betrieb, aber in erster Linie durch einen Kunden von uns, der lustigerweise früher mein Chemie- und Physiklehrer war. Und der kommt halt immer zu uns und raucht den. Der raucht ausschließlich den. Also wir haben uns schon lange darüber, mal darüber unterhalten. Ich habe mal gefragt, ob er mal andere Sachen raucht. Und was er hatte, alles probiert. Aber bei dem ist er wirklich hängen geblieben. Dass er, nach seinen Worten, er hat gesagt, das ist so die beste dänische Mischung für ihn. Und mit einem wunderbaren Aroma. Und der raucht wirklich nur den. Der hat auch, weiß ich, weit über 150 Pfeifen zu Hause. Also ein wirklicher Pfeifenraucher, wie er im Bilderbuch steht. Und ja, auf den bin ich dann halt aufmerksam geworden, damals innerhalb meiner Ausbildung. Also, irgendwas muss ja an dem Tabak dran sein, probier den mal. Aber als ich den schon gerochen habe, nur gesagt, mein Gott, fantastisch. Also empfehle ich wirklich uneingeschränkt weiter. Also da kann ich überhaupt nichts Negatives sagen. Also im Gegenteil, wärmstens zu empfehlen. Einige, die mein erstes Video gesehen haben vom Rasmussen, kamen ja auch auf den.
und haben den Freund nicht geraucht und sind mittlerweile genauso begeistert. Also ich erinnere mich an Thomas Hellige. Schönen Gruß, wenn du das siehst. Der hat ja den mal gekriegt von mir, ich glaube als Probe. Und er fand den auch total klasse. Und wie gesagt, auch wenn der als hocharomatisch beschrieben wird, ist das für mich überhaupt nicht so. Also hocharomat, also wenn man jetzt so an so einen Bibo oder so denkt, der also hocharomat ist, das ist hier wirklich was anderes. Also in der Pfeife und auch in der Luft, also der riecht wirklich hervorragend. Dieser Bourbon-Vanille und dieser Wildhonig, man kann das wirklich nicht in Worte fassen, wie es denn wirklich riecht. Man muss es wirklich mal gerochen und geraucht haben. Also uneingeschränkte Kaufempfehlung jetzt schon, also das auf jeden Fall. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe mir letztens den mal wieder geholt, weil ich ihn schon lange nicht mehr hier hatte. Aber ich komme von diesem Tabak einfach nicht los. Also das ist so klasse ist der. Also ich glaube, wenn es nur noch einen einzigen Tabak zur Auswahl gäbe, den ich irgendwie mein ganzes Leben lang nur noch rauchen dürfte auf einer einsamen Insel und ich dürfte nur einen einzigen Tabak mitnehmen, dann wäre es immer der. Also habe ihn sehr früh angefangen zu rauchen und ich bin einfach auch dabei geblieben. Der kommt immer wieder in die Pfeife. Also ein Tabak, der sehr gesellschaftstauglich ist natürlich. Und einige Kunden bei uns, oder ich habe einen mal gehabt, der lief, glaube ich, meinem Lehrer mal hinterher und meinst du, weil er wollte wissen, was das für ein Tabak ist, dann kann man zu uns in den Laden und meinst du, ja, der will den haben, der den auch raucht, sagt er, diese grüne Packung. Also die kommt ja, ist ja eher grün-gold. Aber also wirklich ein Tabak, der sich größter Beliebtheit erfreut, bei uns auf jeden Fall im Geschäft und ich sage ja auch gerade. Für die Leute, die Nichtraucher sind, so wie meine Mutter zum Beispiel, also wenn ich den geraucht habe, ich sage, oh, das riecht einfach herrlich. Also kann man wirklich nur weiterempfehlen. Auch wenn man den Tabak so ein bisschen durch die Nase auch auspustet. Also wirklich sehr vollmundiger Geschmack. Aber auch die Tabake selbst. Kommen nicht zu kurz. So im Verlauf, so ab der Mitte, kommen dann auch ein bisschen mehr so die Virginias und die Burleys. So ein bisschen nussiger wird das Ganze dann auch. Natürlich auch sehr süß durch die Virginias. Und auch durch den Black Cavendish. Also der nicht so übertrieben viel drin, denke ich mal, drin ist. Aber schon natürlich seine Spuren hinterlässt, die man auch sieht. Aber. Also wirklich ein Festmahl nach einem guten Essen oder auch morgens, also passt eigentlich zu jeder Tageszeit. Herrlich. Also da wird man wirklich Leute mit anlocken, kann man nicht anders sagen. So, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Aktuell habe ich ja meinen dritten Kanal aus dem Boden gestampft. Damians Snuffstübchen, wo es ja wie gesagt um Schnupftabak geht. Den Kanal gibt es jetzt seit letzter Woche. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere, der da vielleicht auch mal Interesse hat, mal reinzugucken. Oder einfach so, weil er meine Videos mag und es einfach gerne supporten möchte. Er muss ja keinen Schnupftabak konsumieren. Aber da einfach Bock drauf hat, würde ich mich mal freuen, wenn da einige mal vorbeischauen würden. Vielleicht findet sich der ein oder andere, der da auch vielleicht Interesse dran hat. Kann ja sein. Einige bekannte Gesichter habe ich da schon gefunden. Also der hat jetzt, weiß nicht, 30 oder 35 Abonnenten schon seit letzter Woche. Habe mich auch ganz doll drüber gefreut. Hier kamen auch wieder letzte Woche einige neue dazu. Also schönen Gruß auch an euch. Ich kenne ja auch leider nicht jeden Einzelnen. Ja. Also, wenn ihr auf Aromaten steht, die aber wirklich sehr natürlich sind und mal einen anderen Geschmack haben wollt, also diese typischen Vanillearomaten, sage ich jetzt mal. Also, es ist schon, es ist, ja, es ist Vanille, aber es ist so völlig anders, wie man es von den anderen, sage ich jetzt mal, gewohnt ist. Also,
Ich kann das wirklich schwer beschreiben. Also Vanille und Wildhonig. Vorher kein Wildhonig jemals zu mir genommen, nur normalen aus der Dose irgendwie, aber keine Ahnung. Ein Tabak, der mich wirklich restlos begeistert und den ich wirklich jedem empfehlen kann. Klar, es wird Leute geben, die den vielleicht nicht so toll finden, aber also ich sage, probiert den. Der ist wirklich mega geil. Also dieser Duft, man möchte am liebsten reinbeißen in den Tabak. So. Das soll es dann aber auch schon für heute gewesen sein. Jetzt geht die Weihnachtszeit ja los, deswegen ein bisschen im Stress. Aber ein Video wollte ich noch zwischenschießen. Vielleicht kommt noch was vor Weihnachten. Aber das musste jetzt sein. Peter Rasmussen Green Label. Probiert den. Ihr werdet, denke ich mal, nicht enttäuscht sein. So, dann bleiben nur die üblichen Worte zu sagen. Ich wünsche euch immer eine volle Pfeife. Bleibt mir wohlgesonnen. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, von hierhin bis hierhin. Gut rauch.